Kannst du bitte Barello mal fragen, wie damals der Kontakt zwischen ihm und Arafat entstanden ist? Also wie es dazu gekommen ist, dass wir Kontakt hatten und so, ne? Ja, genau, wie ich euch kennengelernt habe sozusagen. Erstmal, hier wollte einer wissen, ja. Warum hat er damals seine Krebserkrankung angetäuscht? Was heißt angetäuscht? So vorgetäuscht meinst du, ne? Vorgetäuscht. Also ich bin grüß dich, mein Bruder Barello. Wie geht's dir? Salam alaikum. Alaikum salam, was geht bei dir? Alles gut? Alles gut, Bruder, alles gut. Heute schlechtes Wetter bei uns, die ganze Zeit am Regnen. Ja, wo? Bei uns auch nicht bessere Wetter, ja. Ja, wo bist du gerade? Welche Stadt? Ich bin Hannover. Bist in Hannover? Oh, ich liebe Hannover. Ja. Ich habe einen guten Steuerberater dort und einen guten Notartermin. Oh, stark. Ja, Mann. Und sonst geht's dir gut? Alhamdulillah, mir geht's gut, ja. Alhamdulillah. Schön, schön, freut mich. Wie du weißt, ich habe 10 Fragen von der Community rausgeholt, die besten Fragen. Okay. Und hab gedacht, ich stelle dir die einfach eins nach dem anderen. Und du sagst einfach was dazu, was dir gerade so einfällt. Ich fange mal mit den leichten Fragen an. Fang an, ich bin bereit. Bist du ready? Ja, natürlich. Okay. So, mein Bruder. Die erste Frage an Barello. Bereut er manchmal, dass er auf TikTok übertrieben hat? Nee, das war die falsche Frage. Okay, einmal wegschneiden, neue Frage. Okay. Okay, Frage an Barello. Hat ihn die lange Auszeit von TikTok gut getan? Und wie kommt er jetzt damit zurecht, dass er jetzt von TikTok raus ist? Würde er heute alles anders machen? Also ich finde, es hat mir ein bisschen gut getan und so, dass ich gesperrt wurde und so, ein paar Monate und so. Natürlich ist das auch mein Brot gewesen, aber es gibt genug Plattformen und so, wo man anfangen kann. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, oh Scheiß oder so, ne? Also ist passiert, was passiert ist. Also sollte so sein, deswegen ist so auch passiert. Mhm. Und was war danach? Also bereust du das, dass das so passiert ist? Sagen wir mal so, bereust du das, was du getan hast, weil danach eben der Bann gekommen ist? Also was heißt bereuen und so, ne? Man lernt von seinen Fehlern und so, ne? Also kann man bereuen nennen, aber kann man auch als Lektion so nehmen. Ja, Mann. So sehe ich das auch. So ja. Ich sag immer so, jeder muss Erfahrung sammeln. Genau. Ne? So ist das, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, damit konnten wir seine Frage beantworten. Die nächste Frage kommt von Smasher Germany. Frage an Barello. War es sein letzter Boxkampf und wird es wieder einen geben? Also es war nicht mein letzter Boxkampf. Also ich habe noch 2 Kämpfe, ne? Also ich habe sogar unterschrieben. Noch 2 Kämpfe habe ich vor und danach werde ich weiter Kämpfe machen, ja? Bin ich ehrlich. Also weil ich mache das leidenschaftlich. Ich mache das nicht auf Krampf. Okay, darf man fragen schon, wer die Kämpfe sind oder ist das noch nicht offiziell? Also ist noch nicht offiziell. Okay, also noch eine Überraschung wird das sein. Ja. Wenn man fragen darf, von welchem Bereich? Musik, TikTok, irgendwas? Irgendein kleiner Dingens? Anhaltspunkt willst du geben? Also ich denke entweder Rapper oder Streamer. Cool. Freut mich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall dabei und werde einschalten. Ja, Mann. Nächste Frage. Ja. Worin hat Barello sein TikTok-Geld investiert? Wo ich mein Geld investiert habe, die ich von TikTok verdient habe, mäßig? Ja. Also ich lebe, um ehrlich zu sein, so als würde es keinen Morgen geben, ne? Okay. Ich lebe und denke nicht an morgen. Also ich lebe mit dem Geld. Also es ist ja nicht so, dass ich investiere, dass ich jetzt der Schlauste bin und so. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe durch dieses Geld Millionen gemacht oder so. Ne? Also ganz normal, ich esse, ich trinke, wenn irgendwo weiterläuft, werde ich weiter Geld machen und so. Ne? Also habe ich noch nichts investiert und so. Ne? Ich habe das Geld. Konto, ich esse, ich trinke, ich kenne mein Leben halt. Ne? Okay. Also sozusagen hast du noch nicht das Geld investiert? Nein. Okay. Also wenn du ein paar Ratschläge brauchst, ne, Bruder, ich bin da. Guck mal, zum Beispiel jetzt diese THC-Cannabis-Legalisierung, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ist ein sehr gutes Geschäft. Ich bin jetzt auch da eingestiegen.
Und ja, ich glaube, dieses Geschäft hat große Zukunft. Ne? Ich kenne mich nicht aus mit sowas, bin ich dir ehrlich. Also lieber, ich wüsste hier nicht irgendwas, wo ich mich nicht auskenne und so, weißt du? Okay. Okay, Bruder. Aber falls du irgendwann mal das erste Mal ein Mexican Haze rauchen willst, ne? Mhm. Sag Bescheid, ich bin der richtige Mann dafür. Da war mein Bruder, da war. Okay. Okay, Bruderherz, nächste Frage. Kommt von Niki Cologne. Aha, eine aus Köln. Hallo Bero, ich feiere dein neues Format. Danke, Niki. Kannst du Barello bitte mal fragen, was ist das Beste, was ihm je passiert ist und was ist das Schlimmste, was ihm je passiert ist? Also, was mir passiert ist? Genau, das Beste in deinem Leben, was dir passiert ist und das Schlimmste. Das Beste, was mir passiert ist, um ehrlich zu sein, also jetzt auf Social Media bezogen so oder generell? Ich glaube, generell aufs Leben bezogen. Also generell, also das Beste, was mir passiert ist, so, dass ich mit Beten angefangen habe und das Schlechteste, also wo ich aufgehört habe. Okay. Ja. Das heißt, wie soll ich das verstehen? Also das Beste, was mir passieren könnte, ist beten. Schlechteste, dass ich aufgehört habe. Also sozusagen, ne? Sozusagen den Weg zum Glauben zu finden, das war das Beste. Genau, was genau. Okay, und das Schlechteste jetzt, was passiert ist, dass du vom Weg abgekommen bist. Genau. Okay, warum, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, also. Du bist doch gut. Du bist doch kein schlechter Junge, oder? Was heißt schlechter? Also, keiner würde sich selber schlecht reden, ne? Also, ich bin auch kein Guter, um ehrlich zu sein. Also, ich versuche mich zu verbessern. Okay. Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Initiative, die man ergreifen kann, wenn man vom Weg abgekommen ist. Aber ich glaube nicht, Bruder. Ja, du machst nicht den Eindruck. Du tust manchmal so, aber in Wirklichkeit, glaube ich, bist du sehr, sehr, sehr clever. Naja, doch. Kommen wir zur nächsten Frage. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Hallo Bero. Die Frage kommt von Dachlo. Kannst du bitte Barello mal fragen, wie damals der Kontakt zwischen ihm und Arafat entstanden ist? Also wie es dazu gekommen ist, dass wir Kontakt hatten. Und so, ne? Ja, genau, wie ich euch kennengelernt habe, sozusagen. Also wir haben uns auf TikTok kennengelernt, um ehrlich zu sein. Also ist er auf TikTok gekommen. Ich war auch ein kleiner TikToker und so. Und danach haben die Leute bei ihm geschrieben, tu Barello rein, dies und das. Okay, also ihr habt euch über TikTok kennengelernt. Also Arafat war auf TikTok und du warst auf TikTok. Und genau, da war der Arafat, der hatte schon einen Namen. Ja. Ich hatte einen sehr kleinen Namen, also ich war ein TikToker, ich hatte 150.000 Follower, aber keine gute Aktivität und so. Aber ist ja auch schon gut, 150, finde ich. Ist, jetzt ja, ist ja schon gut, aber für TikTok ist das nicht so gut. Ne? TikTok kommen die Abonnenten schnell, ist ja nicht so wie bei anderen Plattformen und so zum Beispiel. Okay. Ja, ich bin da noch, ich kenne mich da nicht so gut aus, Bruder. Ich bin bei MySpace hängen geblieben. Ja, also, dort geht easy. Also ich hatte 150.000, so, ich hatte ein bisschen Zuschauer dann. Die Leute haben geschrieben, tu Barello rein, ich war in seinem Chat, ich habe ihm gesagt, tu rein. Irgendwann hat er mich reingetan und danach ging's los. Okay, da habt ihr euch sozusagen, euch angefreundet sozusagen. Und genau. Habt euch dann bestimmt irgendwann mal dann getroffen. Ja. Okay. Ich hoffe, damit konnte die Frage beantwortet werden. Also Barello und Arafat haben sich bei TikTok kennengelernt. So. Ja. Bruder, ich stell dir eine Frage. Ich stell dir erstmal. Hier wollte einer wissen, warum hat er damals seine Krebserkrankung angetäuscht? Was heißt angetäuscht? So vorgetäuscht meinst du, ne? Vorgetäuscht. Also ich bin dir ehrlich... Ja, ich war jung und so, ne? Ich wusste nicht, was ich mache und so, ne? Ich habe gepostet, dies und das, und danach habe ich das bereut, habe ich wieder gelöscht und danach halt so, ne? Okay. Wie bist du drauf gekommen? Keine krasse Geschichte und so, wo ich stolz sein kann und so, ne? Ich habe wegen dies, wegen das. Einfach so habe ich das gemacht und so, ne? Nicht nachgedacht und fertig, ist passiert. Okay, bist du selber drauf gekommen oder hat dir einer gesagt, ey, mach mal so, da kriegst du voll, was weiß ich, Reichweite und bla bla bla? Oder bist du also, selber? Also, ich bin dir ehrlich, ich bin selber drauf gekommen und so, ne? Was, wenn ich so versuche? Also, es ist ja nicht so, dass jemand mir gesagt hat, mach so oder so. Du hast sozusagen, einerseits hast du auch die Dummheit der Leute ausgenutzt. Also, ich bin. Nochmal? Einerseits kann man sagen, du hast auch die Dummheit der Leute ausgenutzt, ne?
Was heißt Dummheit der Leute? Ich weiß nicht, also was das bedeutet, Bruder. Ja, dass die, dass zum Beispiel Leute darauf reingefallen sind. Ne? Ach, keiner ist reingefallen, ja. Keiner ist reingefallen, bin ich dir ehrlich. Meinst du? Ich glaube schon ein paar Leute. Nein. Ich glaube Leute, die zu Hause zum Beispiel Eltern haben, die krank sind. Also ich glaube nicht. Also kann sein, vielleicht ein paar Leute schon, aber wie ich das weiß und so, ich denke keiner. Also, aber kann sein, ein paar Leute. Also, was soll ich machen, Bruder? Ich kann nicht rückgängig machen, das passiert. Genau, du kannst es nicht rückgängig machen, aber wenn du sagst, ich bereue es, ne, dann kann man schon sagen, so, guck mal, für diejenigen, die jetzt zum Beispiel zu Hause Eltern haben und die krebskrank sind, dass man sagt, okay, Junge, der hat das aus Dingens gemacht, aus Dummheit gemacht, der hat das bereut und entschuldigt sich dafür, dann ist die Sache auch damit geklärt. Ja, Bruder, so ist das. Man muss immer unterscheiden. Eine digitale Welt gibt es und einmal gibt es die echte Welt. Ne? Stark, stark, Wallah. Und manchmal verwechseln die Leute die Realität mit der digitalen Welt. Und das Schlimme ist, wenn das wirklich Leute waren, die gestandene Leute waren, oder auf einmal siehst du so, die sind in dieser digitalen Welt gefangen. Das ist schon manchmal krass mit anzusehen. Ja, stimmt. Hundertprozentig. Ja, da haben wir schon, glaube ich, die 7. Frage, mein Bruder. Okay. Wir sind schon bei 7, glaube ich, oder 8. Okay. Hier fragt eine Smirnivi: Hey, kannst du bitte Barello mal fragen, wie er zu TikTok gekommen ist und wie es war, als er plötzlich User und Fans ihn auf der Straße erkannt haben? Was für ein Gefühl es war. Also ich bin, wie ich drauf gekommen bin und so, von YouTube, bin ich ehrlich. Also wenn Rapper Musik rausgehauen haben und so, die Kommentare waren immer so, Gott schütze diese von TikTok, schütze diese Musik von TikTok, schütze diese Lied von TikTok. Weißt du, diese Memes halt oder was da, wie man das nennen kann und so, ne? Okay. Diese Kommentare, dann dachte ich mir, was ist dieser scheiß TikTok und so, ne? Habe ich heruntergeladen und so. Ich habe gesehen, man postet ein, zwei Videos, man geht viral und danach ging es los und so. Und wie es sich anfühlt und so. Das allererste Mal, Leute erkennen mich und so. Ich dachte mir, boah, als ob mich man erkennen kann und so, ne? Das doch nie. Weil, wenn man klein ist und so, man träumt, guck mal, wenn man nachdenkt und so, denkt man immer so nach und so, boah, stell dir vor, irgendwann erkennen mich Leute, ey, kann ich Bilder und so, weißt du, diese Fantasien und so im Kopf. Ja, normal. Und danach passiert das erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, man wird größer, größer und dann irgendwann gewöhnt man sich halt, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ich verstehe das vollkommen, Bruder. Ich weiß auch, als ich damals den ersten Song, als wir den rausgehauen haben und plötzlich die Leute auf einmal auf der Straße einen erkannt haben, war auf jeden Fall ein krasses Gefühl so. Ja, ist schon krass. Muss man zugeben. Ja, Bruder, du hast ja TikTok komplett auseinandergenommen, ne, kann man sagen. Ja. Okay, Bruder. Wir kommen zur 9. Frage. Ja. Die Frage kommt von Inan Durmo. Wenn du, also die geht an dich, Bruder. Wenn du heute einen Superhelden oder für dich einen Helden an deiner Seite haben könntest, wer oder welcher wäre das und warum dieser Held? Also, was soll das heißen mit Superhelden? Guckst du schon mal Marvels? Oder diese Superheldenfilme? Thor, Hulk oder wie heißen die ganzen? Da würde ich Zeus. Wenn er als Tom? Superheld zählt. Doch, Zeus zählt auch als Superheld. Auf jeden Fall. Ich glaube, in dem neuen Thor-Film kommt auch Zeus vor als Superheld. Ja, also Zeus würde ich. Warum Zeus? Also ich bin dir ehrlich, ich habe ein bisschen von ihm gelesen und so. Und es hat mir wirklich gefallen und so. Aber nur eine Sache und so, er wird immer so als Gott beschrieben und so. Ne? Das gefällt mir nicht, aber sonst seine ganze Geschichte und so gefällt mir also. Okay, hast du dich mit Zeus seiner Geschichte befasst? Ja, habe ich mich befasst und so, ne? Und laut Gerüchten und so, Zeus war Albaner, habe ich mitbekommen. Ich hätte nicht okay. Ja. Okay. Also deswegen, meinst du, der Grund, warum du Zeus neben dir haben willst, weil er Albaner ist? Richtig. Geil, Bruder, finde ich gut. Finde ich gut. Okay, Bruder, wir kommen zur letzten Frage. Okay. Wir sind schnell heute durchgekommen. Ich weiß, du willst zum Fitness, ne? Also ich will Fitness eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber für dich habe ich Zeit. Danke, Bruder. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Wenn du Fitness machst, mit Präparate oder ohne Präparate? Was ist Präparate, Bruder? Ohne. Ich nehme keine Tests und so. Achso, ne, ich meine so die anderen Sachen nimmst du aber, ne? Diese ganzen Supplements und Nein, nichts. Auch nicht. Ich
sowas. Ja, mach aber, mach. Die tun gut. Die geben dir noch mal ein bisschen Schubenergie. Am Ende, wenn du nicht mehr kannst, hast du noch mal 10-20%, die du da reinkriegen kannst. Würde ich dir empfehlen. Das ist gut. Weißt du, weil muss ja nicht sein, dass du diese ganzen Scheiß wie Testo und Anabolika muss nicht sein. Aber ich finde, wenn man so diese Eiweißsachen und diese Supplements dazu noch gut koordiniert, hilft das sehr gut. Hilft das sehr gut. Okay, mein Bruder. Die letzte Frage kommt, kommt von einem. Ah, es kommt von der Bösemann-Fraktion, glaube ich. Ein albanischer Kollege fragt, der Sumiri, wann kommt Barillo auf Platzaxt? Ich bin ehrlich, bei Platzaxt, oder wie man das nennt, also sein Format und so, habe ich schon vor, dahin zu gehen. Ja. Also ich gucke nur, wann ich so Zeit habe und so, weil das ist ein bisschen weit von mir, ne? So 5-6 Stunden. Ja. Und ich werde dahin mal gehen und ich will mit denen wirklich ein bei seinem Format mitmachen. Und so. Ich weiß nicht, ob er Interviews dort macht und so. Ne? Ich habe ein Video gesehen. Ja. Ich sehe immer ausgeschnitten und so auf TikTok und so. Ne? Ja. Ist ja nicht so, dass ich mal komplett reingezogen habe und so, weißt du? Ja, ja. Aber es ist schon interessant. Ich würde mal mitmachen dort. Also gucken. Ja, auf jeden Fall. Wäre cool. Der Plako würde sich auf jeden Fall freuen, glaube ich. Wäre eine coole Sache, wenn du da wärst. Wird auf jeden Fall krass, ja, also weil ich feier Bösemann auch, ne? Ja, dein albanischer Bruder, da musst du, auch wenn du ihn nicht feierst, musst du sagen, ich feier ihn, weißt du. Boah, stark, oder so muss es sein eigentlich, ja. Ja, Bruder. Ah, cool, cool. Bruder, ich habe noch eine letzte Frage, persönliche. Jetzt von mir, das ist jetzt die 11. Frage. meine Frage ist, fühlst du dich besser mit dem Bart oder ohne? Also ich bin ehrlich, also ich fühle mich jetzt besser ein bisschen, ne? Weil wo ich mich gedreht habe, so immer, ich hatte immer so einen weißen Fleck, gerade war hier ein roter, dann dies, dann das. Ja, dann dachte ich mir, das sieht hässlich aus. Aber so ist. Zeig mal rechts, links einmal, bitte. Okay. Bruder, ich habe bisher nur Leute gesehen, die haben nur Haartransplantation gemacht. Du bist der Erste, den ich jetzt kennengelernt habe, der das gemacht hat. Und ich kann 100% sagen, es sieht wirklich gut aus. Und ich glaube, du wirst ein Vorreiter sein für viele Männer, die das jetzt auch machen werden. Also ich bin dir ehrlich, viele haben mir gesagt und so, es wird nicht gut aussehen, es wird nicht dies. Also es war viel, viel weiter und so. Ne? Aber wenn ich jetzt so anfasse und so, guck mal, das ist mein echter Bart hier unten. Ja, Mann. Und das ist dieser Fake. Und das sieht gleich aus, ne, mittlerweile. Weil ich rasiere immer. Ja, wie gesagt, jetzt bringst du neuen Ding jetzt rein. Für die ganzen Männer, die werden sich auf jeden Fall keine Haartransplantation, ab jetzt heißt es Barttransplantation. Bei Barillo. Ja, Bruder, auch eine Geschäftsidee, mach dir direkt einen Laden auf. Barillo, Barttransplantation. Bruder, muss ich gucken. Geil, Bruder. Auf jeden Fall, ey, danke nochmal, dass du Zeit genommen hast, Bruder. Gerne, mein Bruder, ich küsse dein Herz. Immer durchziehen und so, ne? Gas geben. Danke, ich Bruder. Ich feiere dein Format auch. Sehr, danke schön. Auf jeden Fall, wir feiern dich hier auch, Bruder. Mach weiter so. Liebe Grüße auch zurück. Und viel Spaß beim Training. Und wir sehen uns spätestens, wenn du bei Plako bist. Okay, mein Bruder. Mach dir einen schönen Tag. Ade, salam, mein Bruder. Ade, aleikum salam, Bruder. Ciao. Ja, das war's mit dem lieben Barillo. Ein sehr angenehmer Kollege, muss ich sagen. Weil ich noch mitgeben wollte, ich bin demnächst in Bonn sehr viel unterwegs. Im Bonner Snackautomat bei Servet. Liebe Grüße an den Bonner Isa. In Bornheimer Straße, Bornheimer Straße 29. Könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeikommen. Sehr, sehr guter Kaffee, muss ich sagen. Kann man sich gönnen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt 10 Fragen an. Ihr könnt natürlich Zuschriften machen, wenn ihr einen Wunschgast habt. Dann können wir schauen, ob wir den kriegen. Bis dahin, bleibt gesund, euer Berobas.